Verehrte Anwesende, lieber Wolfgang, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie so reichlich gekommen sind, denn Sie sind ja dann tapfer, wenn Sie schon den Titel hören. Kann, soll Rundfunk agil sein, ist ja für Sie eigentlich eher ein altes Medium. Und wie ich den vorherigen Veranstaltungen entnommen habe, eben ein Medium, das nicht so direkt agil ist. Das heißt also, ich muss mit einer Warnung beginnen. So agil, beweglich und dynamisch wie an den meisten Abenden dieser Ringvorlesung wird es heute nicht zugehen können. Im Grunde genommen ist mein Teil auch antizyklisch zu verstehen, großteils sogar rückwärtsgewandt. Denn ich kann nicht einfach den Thesen des Manifests für agile Softwareentwicklung von 2001 folgen, von der sich die fordernden Begriffe für diese Reihe herleiten, wenn ich die Frage stelle, kann, soll Rundfunk agil sein? Wenn ich heute über den Handlungsrahmen des genannten Manifests in Bezug auf Rundfunk spreche, dann ist das digitale Zeitalter der Kommunikation gemeint, das ist klar, auf das sich, und das ist eben die erste Einschränkung schon, der ursprünglich analoge Rundfunk, Radio wie Fernsehen, nur mühsam einstellen, heute noch. Als Voraussetzung meiner Erörterung gilt, das habe ich mir vorher noch einmal überlegt, weil Rundfunk ja, wie gesagt, etwas Gestandenes ist. Und ich darf dazu aus der Vorlesungsreihe bzw. einem vorbereitenden Workshop zitieren. Der Einsatz von Agilität, flink und beweglich, wird in der unglaublichen Dynamik der digitalen Medien und deren Einfluss auf Medien, Marken und deren Zielgruppen immer bedeutender. Im Rahmen der Ringvorlesung beschäftigen wir uns mit der Definition von Werten, Methoden und Prozessen der Agilität, die den neuen Herausforderungen des Medienverhaltens und Konsums gerecht werden soll. Agilität, so habe ich es verstanden, ist dabei nur ein Schlüsselbegriff für einen anhaltenden Umwälzungsprozess von der analogen eben zur digitalen Kommunikation. Und Agilität ist insofern eine Art Passepartout für ein äußerst differenziertes Bild, was sich beim Rundfunk natürlich noch mehr differenziert. Der Maxime Agilität wird ein Rundfunk höchstens quantitativ gerecht, wenn er wie etwa in den USA rein kommerziell ausgerichtet ist, beispielsweise wie der Radiomarkt von Los Angeles mit 70 bis 80 Programmstationen bestückt ist, die ihre Labels und Programmierung nach dem Diktat des Marktes so schnell wechseln wie mancher sein Hemd. Hierzulande, ich sage mal hic Rhodos, hic Salta, haben Gesetze des Medienmarktes und Gegebenheit des Medienkonsums dank einer strengen, traditionell befestigten, rechtlich hochgeregelten öffentlichen Medienverfassung spät zusammengefunden. Mitte der 80er Jahre wurde der Medienbastard duales Rundfunksystem, schon schrecklicher Ausdruck, geboren, dessen Lebenswille in der Anspruchsgesellschaft erlahmt, dessen Lebenszyklus von der Digitalisierung begrenzt ist. Längst ist, Sie wissen es, die Rede von einem Drei-Säulen-System, das sich immer mehr dem Web zuneigt. Ich spreche also naturgemäß nicht von einer ungehemmten, offenen Agilität des Rundfunks, die freie Räume und neue Handlungsspielräume des Digitalen freigestalten würde, sondern von einer durch Tradition und Verfassung relativierten Agilität, und wenn ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk meine, von der beinahe gerontologischen Auslegung des Begriffs Agilität, danach wäre für den Rundfunk öffentlich-rechtlichen zumal die Eigenschaft, agil zu bleiben, auch im Alter noch über große Agilität zu verfügen. Die Betrachtung dieses, was seine Agilität angeht, quasi Rüstchen-Rundfunksystems, verliert bereits an Dynamik und innovativem Schub, wenn ich das zweite Begriffspaar dieser Ringvorlesung nehme, nämlich agile Marken. Ich halte mich hier einfach mal an eine Grunddefinition und ziehe mir, wenn Sie erlauben, die Jacke auf. Nee, das darf ich ja nicht, wegen verkabelt. Also ich bleibe mit der Jacke. Gut. Sehen Sie, das ist schon eine Beschränkung der Agilität.
die aber, an der ich aber sozusagen schuld bin. Das ist nett, danke. Geht das so? Ja, danke. Denn das ist irgendwie, wenn ich über öffentlich-rechtlichen Rundfunk rede und dann noch eine Jacke anhabe, merke ich, das passt irgendwie dann überhaupt nicht mehr. Ich halte mich also bezogen auf agile Marken einfach an die Grunddefinition. Danach kann eine Marke als die Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft bzw. beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Alleinstellungsmerkmal. Demzufolge ist das Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ursprünglich aus einem gesellschaftlichen Bezug hergeleitet, dem um Staatsferne bemühten, unabhängig gestalteten Integrations- und Vermittlungsauftrag, so heißt es. Der kennt im Kern Agilität nicht, sondern eine feste Bindung. Er ist an die Gesellschaft gebunden, Gesellschaft markiert ihn. Diese Grundidee der gesellschaftlichen Integration und Vermittlung bezeichnet die Verpflichtung, in den Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen gesellschaftlichen Zusammenhang herzustellen. Ich zitiere aus einer Schrift, alle gesellschaftlichen Schichten anzusprechen, deren Teilhabe am politischen Meinungs- und Weiterbildungsprozess zu ermöglichen, auseinanderstrebende Tendenzen der Massengesellschaft zusammenzuführen. Fernsehen soll das soziale Bindegewebe in unserem Volk stärken, bekräftigte noch 1977 der damalige Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, Karl Günther von Haase, diesen Vermittlungs- und vor allem Integrationsauftrag. Dieser Auftrag wird bis heute unverdrossen und tapfer bemüht, wenn nach den Faktoren vor allem gefragt wird, welche die Legitimationsbasis für die Entrichtung hoheitlich festgelegter öffentlicher Gebühren, neuerdings des sogenannten Rundfunkbeitrags, bilden. Eine Gebühr, die ja in der jüngeren Generation gerade nicht gut kommt. Dieses wesentliche Element der Marke Rundfunk, sein Integrations- und Vermittlungsauftrag, wirkt auch aus meiner Sicht heute immer unverbindlicher, ja verblasen, wenn man den früheren Zusammenhalt und Zusammenhang der Gesellschaft mit der individuellen Ausprägung der heutigen Anspruchsgesellschaft vergleicht. Und es gibt ja prominente Programmbeispiele, die das krass belegen, etwa das letzte große frühere TV-Gemeinschaftserlebnis Wetten, dass, was meine beiden Söhne noch prima fanden, als sie jung waren, in der aktuellen Programmierung von Markus Lanz eigentlich nicht mehr gut finden. Das letzte große Familienprogramm ist in seinem fossilen Format dermaßen zum Unterhaltungskrampf verkommen, dass es nur folgerichtig erscheint, wenn beispielsweise der Qualitäts-TÜV des deutschen Fernsehens, der Grimme-Preis, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, die Mutter aller Trash-Ereignisformate des Dschungelcamp gleichsam anstelle von Wetten, dass für einen Preis kandidieren ließ. Sie merken, ich werde polemisch, hat aber eigentlich eine systematische Betrachtung versprochen. Ein Versuch deshalb, weil Sie mit persönlichen Ausfällen rechnen müssen. Wolfgang Müller Benninghaus hat kurz die Station, wesentliche Station meiner Rundfunkbiografie beschrieben. Ich will sie noch einmal mit Hintergrund auffüllen. Ich bin noch in den goldenen Zeiten des öffentlich-rechtlich verfassten Monopolrundfunks groß geworden, der sich auch deshalb zunehmend saturiert gebärdete, weil er sich für Jahrzehnte mit den kommerziell geführten Zeitungen auf eine wunderbare Balance der Medienlandschaft eingerichtet hatte. Man tat sich wirklich nicht weh. Gelernt habe ich in der kleinen, aber feinen Talentschmiede von Radio Bremen, deren Programmentwicklung sich äußerst agil gestaltete, und dann im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, deren diskursive Agilität im Feuilleton eine Art Kontrastprogramm zur konservativ-statischen Berichterstattung von Innenpolitik und Wirtschaft bildete, folgte der Wechsel zum damals sogenannten kulturellen Wort des Hessischen Rundfunks. Was sich dann 1984 für mich abspielte, kommt einem heute angesichts der aktuellen medialen Herausforderungen lächerlich vor. Mein Wechsel zum Anbieter FAZ, Wolfgang Müller Benninghaus hat es erwähnt, in die Tele-FAZ, ins neue duale Rundfunksystem mit einem der sogenannten Kabelpilotprojekte,
wurde von den öffentlich-rechtlichen Kollegen als eine Art publizistischer Landesverrat mir angekreidet. Der Urschrei dieses neuen Wettbewerbs fiel eher verhalten aus bis kläglich. Die Monopolfunker konvergierten zum Markt. Die neuen Funker und alten Zeitungsverleger, die jetzt beteiligt waren, waren schockiert, dass ihr Eintritt ins Fernsehen nicht wie zum Start des Zeitungsgeschäfts der Bundesrepublik eine Lizenz zum Gelddrucken mehr bedeutete, sondern einfach Geld kostete und zunehmend von international orientierten Playern und Konzernen vermiest wurde. Der Medienbeitritt des DDR-Rundfunks war mein letztes aktives Erlebnis als Hörfunkchef des Senders Freies Berlin, währenddessen die Macher und Politiker des deutschen Mediensystems den Eintritt ins Web 2, den Beginn der Digitalisierung ihrer Gesellschaft, weitgehend verschliefen. Als Glücksfall habe ich empfunden den Seitenwechsel nach der Fusion von ORB und SFB zum RBB. Erst nach dem Ausscheiden aus dem Rundfunk, aus einiger Distanz, die aus Lehre und ein wenig Forschung resultierte, mit der Arbeit an der Lomonossow-Universität in Moskau auch einen internationalen Bezug bekam, habe ich gewissermaßen den Mut gefasst, eine systematische Betrachtung eines Rundfunk- und Mediensystems zu versuchen, in dem ich Jahrzehnte gearbeitet habe und das meine Mediensozialisation entscheidend geprägt hat. Ich hänge also diesen Zeiten immer noch nach, Sie werden es noch hören. Allerdings hilft die Aufforderung, den Rundfunk unter das Diktum Agilität zu stellen, der Systematisierung wirklich. Es geht nach dem erwähnten Manifest um ein Wertesystem der digitalen Kommunikation, verkürzt aus meiner Sicht auf drei Primate. Die Erkenntnis, dass Individualisierung und Interaktion in der digitalisierten Kommunikation am Anfang ganz oben stehen, gefolgt von Fragen der Nutzung, die nah am Konsumenten zusammen mit dem Kunden zu bearbeiten sind, was wichtiger ist als ursprünglich formulierte Leistungsbeschreibung, so steht es im Manifest. Eingehen auf Veränderungen steht über dem Festhalten am Plan, so schließt das Manifest für agile Softwareentwicklung. Übersetzt für das Traditionsinstrument Rundfunk stellen sich als Kernfragen mir: Schafft Rundfunk einmal verfasst als gesellschaftlich gewidmetes Vermittlungsinstrument die Individualisierung öffentlicher Massenkommunikation? Das ist fast schon ein Widerspruch. Wie verhält sich, zweite Frage, die heutige Nutzung der Massenkommunikation zu ihrer ursprünglichen gesellschaftlichen medienpolitisch verordneten Zueignung? Das war die Leistungsbeschreibung. Und wie reformfähig, wie offen ist ein Rundfunksystem für Veränderungen, was wichtiger ist, als in der ursprünglichen Integrations- und Vermittlungsaufgabe starr festzuhalten, die ich benannt habe? Diese Kernfragen sind natürlich nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten, zumal neben dem prinzipiellen Paradigmenwechsel von analog zu digital die Dimension einer elektronisch vermittelten Öffentlichkeit in Frage steht, während eine agile Softwareentwicklung, wie sie das Manifest anstrebt, sich mit dem Ziel einer neuen Wertschöpfung auf die Konstellation von Markt, Konsument, Produkt bezieht. Es ist beinahe eine Binsenweisheit, das werden Sie wahrscheinlich auch so empfinden, aus verschiedenen Lebensbereichen, dass sich eine starke, kulturell geprägte, politisch und rechtlich verfestigte Ordnung, muss man sagen, in der Regel gegenüber Veränderungen, Innovationen defensiv, wenn nicht abwehrend verhält, und kulturelle Tradition, soziokulturelle Konventionen dienen dabei als Schutzschirm gegen Umwälzungen und Neuentwicklungen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war von Beginn an gesellschaftlichen Bindungen und Beschränkungen unterworfen. Die Ausrichtung etwa des jungen Radios als Integrationsinstrument und Teil des Kulturauftrags war schon für die Politik der Weimarer Republik von wesentlicher Bedeutung, und manchmal hilft ja doch ein Schritt in die Geschichte zu neueren Erkenntnissen. Nur nötiger wie je braucht Deutschland jetzt eine bewusste Kulturpolitik, beschwörte der Orientalist und spätere Kulturminister Karl-Heinrich Becker schon 1929 als hoher Kultusbeamter den Stellenwert des jungen Massenmediums. Es gab auch damals reichlich Utopisches schon zu lesen und zu hören, am prominentesten die Radiotheorie Bertolt Brechts, Zitat aus der Rundfunk als Kommunikationsapparat, Schriften zur Literatur und Kunst,
Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren. Tolle Interaktionsideen. Im Nachhinein, unbefangen, wiedergelesen, nimmt sich diese Kurzformel wie die Vorwegnahme eines agilen, interaktiven Rundfunks aus, eingeschlossen der Leistungsmerkmale einer agilen, digitalen Zukunft. Aber natürlich hatte Brecht nicht Facebook im Blick. Er hielt das junge Radio für ein nivellierendes, ja, ich würde sagen, mittelmäßiges Unterhaltungsinstrument. Er bewegte seine theoretischen Gedanken in den Sphären der Hochkultur. Überhaupt richteten sich zu Beginn des Rundfunks die Hoffnungen vieler linksbürgerlicher und sozialistischer Autoren zwar auf das neue Medium Radio, wogegen konservative Schriftsteller Kulturvernichtungsängste beschworen und die Vergesellschaftung des geselligen Lebens, Zitat, befürchteten. Aber die Befürchtung eines niedrigen Niveaus, eines unterhaltenden Massenmediums des Neuen, war allgemein. Dabei entwickelte sich mit der ersten Blüte des Hörspiels schnell ein eigener Kosmos an Programmformen, auch als verlängerte Werkbank des Kulturbetriebs der Unterhaltung. Die Gesellschaft besetzte von Anfang an den Rundfunk, bemächtigte sich seines Potenzials nahm Einfluss für die Zeit der Nationalsozialisten mit der Totalität eines Propagandainstruments. Und dieser Bruch hatte zur Folge, dass ein Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg importiert nicht eigenständig entwickelt wurde. Es ist bei allem Reichtum an Programmformaten keine eigene Gründung gewesen. Das Muster bildete, wie Sie wissen, der Modellfall eines demokratisch verfassten, unabhängigen, international ausgerichteten Rundfunks, die BBC. Und dieser importierte Rundfunk bewahrte freilich in der Gewaltenteilung eines demokratisch verfassten Staates im Kern seine Unabhängigkeit, unterstützt von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, freilich beständig von der zunehmend parteipolitisch bestimmten Aufsicht des Rundfunks auch negativ beeinflusst. Es würde für unseren Abend hier zu weit führen, ließe sich aber leicht an vielen historischen und auch aktuellen und krassen Beispielen belegen, in welchem Wechsel- und Spannungsverhältnis sich heute meist in der Personalpolitik die Politik in Rundfunk einmischt. Ausgelöst durch die skandalöse Abwahl des ehemaligen ZDF-Chefredakteurs durch den Verwaltungsrat des ZDF wird beispielsweise gerade von dem Bundesverfassungsgericht neuerlich über die sogenannte Staatsferne des Rundfunks verhandelt. Dass die gegenwärtige Form der Rundfunkaufsicht, Rundfunkräte, Programmbeiräte etc. kompetent und unabhängig zum Wohle der Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer digitalisierten Gesellschaft beitragen könnte, behauptet ernsthaft heute niemand. Dabei ist dieser Rundfunk schon durch die politische Legitimierung seiner Finanzen durch den hoheitlich festgelegten Rundfunkbeitrag abhängig. Abhängigkeit ist, und da komme ich noch einmal auf den Kern dieses Manifests, ein Ausschlusskriterium, ein Faktor, der für ein souveränes Handeln, für mediale Agilität hinderlich ist. Und um noch einmal an den Ausgangspunkt zu erinnern, die Individualisierung des Medienkonsums und die daraus resultierenden Veränderungen zum Kern aller Programmierung zu machen, wie es verkürzt eben das Manifest postuliert, bedeutet auch, möglichst souverän, unabhängig, uneingeschränkt über die dafür notwendigeren Mittel zu verfügen, um etwas Neues selbstständig zu programmieren. Die Abhängigkeiten des Rundfunks sind nicht nur im politischen Bereich in der Bindung an die Gesellschaft. Nicht nur im Rundfunk war und ist die Souveränität über den Einsatz technischer Mittel begrenzt gewesen. Ich nenne dies einmal eine Art Einstein-Syndrom, die normative programmliche Fakt des technisch-faktischen, das schon Albert Einstein für das Radio, und das gilt weiter in seiner Eröffnungsrede zur 7. großen deutschen Funkausstellung, den Programmmachern ins Stammbuch geschrieben hat. Zitat: Wenn ihr den Rundfunk höret, so denket auch daran,
wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaft ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Gedenke dankbar des Heeres namenloser Techniker, welche die Instrumente des Radioverkehrs so vereinfachten und der Massenfabrikation anpassten, dass sie jedermann zugänglich geworden sind. Denket auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen, von der Agilität des Programms und seinem öffentlichen Auftrag ist keine Rede. Und wenn demnächst am 24. Februar Samsung 5 vorgestellt wird, redet alles jedermann über die technischen Features und Möglichkeiten immer unbegrenzterer Art, aber sicher nicht über die Programmierung. In seiner Tragweite und Wirkung konnte sich schon Radio entfalten mittels technischer Standards, der Akustik, der Sende- und Übertragungstechnik, sehr schnell auch der Konservierung auf Tonträger, Sie kennen das alles, schließlich der Nutzung der Ultrakurzwelle in 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, welche die Radionutzung nach wie vor dominiert. Davon profitierte auch die Stereophonie und die Fortschreibung für das Fernsehen von Schwarz-Weiß zu Farbe per Satellit oder Kabel, die Digitalisierung mittels Senderfamilien. Das sind Marksteine einer technischen Entwicklung, die Sendeformate ermöglicht und nach sich gezogen haben. In einem arbeitsteiligen Geflecht von Programmgestaltung und technisch bestimmter Infrastruktur, von Rundfunkauftrag und Programmwirklichkeit bildete und etablierte sich ein oft starres, von technischen Standards dominiertes Regelwerk. Das ist lange in Vergessenheit geraten, in der Blütezeit von Rundfunk und Fernsehen, also vor der Digitalisierung. Es lief halt auch technisch wie geschmiert, lange Zeit. Die normative Kraft der Technik für Kommunikationsprozesse und Programminhalte, für die Agilität der Programmierung, betrifft heute natürlich ebenso die digitale Wirtschaft mit ihrer Wertschöpfungskette. Insofern trägt das Manifest der Agilität mit seinem auf Individualisierung und Veränderung abgestellten Wertesystem auch sympathisch naive Züge, wie ich finde, als es beispielsweise die wirtschaftliche technische Macht des Marktes ausblendet, indem technische Standards und deren sprunghafte Entwicklung nach Marketingstrategien ausgerichtet werden. Ich nannte eben das Beispiel Samsung 5, es wären viele zu nennen. Auch damit werden Fakten für die Programmierung von Software geschaffen, die eine gleichsam freie, individuelle Agilität relativieren. Wenn wir uns auf die Frage nach der souveränen, individuell ausgerichteten, also selbstbestimmten Agilität des Rundfunks konzentrieren und das von mir sogenannte Einstein-Syndrom bedenken, so schält sich bereits in der Gründerzeit des Radios heraus, wie sehr die technische die Programmentwicklung vorangetrieben hat. Der Schwerpunkt lag also auf der Produktionsästhetik, handwerklicher Profession und dramaturgischem Wissen. Das Defizit bestand, wie man es damals etwas ungelenk ausdrückte, in einem Mangel an funkischer Intelligenz, dem Unvermögen im Radio, wie später im gesamten Rundfunk, eine autonome Ästhetik zu entwickeln, die Bestand gehabt hätte bis in unsere heutige Zeit. Eine im Sinne des Diskurses über Agilität vielleicht wünschenswerte, gleichwohl utopische Vorstellung, wenn man die Ausrichtung des Rundfunks mit den soziologischen Veränderungen und gesellschaftlichen Einschnitten bedenkt. Der Rundfunk reagierte sehr oft, von seinem früheren Leitprogramm bis zum Rundfunk der Sparten und Zielgruppen. Bedeutsamer aber für unsere Fragestellung sind Entwicklungen, die die selbstbestimmte Agilität, die souveräne Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks systematisch immer weiter geschwächt haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in die Falle des sogenannten, von mir schon genannten, dualen Rundfunksystems geraten. Eine wesentliche Tendenz dieses Prozesses, keine Profilierung gegen den aufkommenden Kommerzrundfunk, der ebenfalls nicht die von manchen erhofften Innovationen durch den Markt gebracht hat, allerdings mit der Zeit den alten öffentlichen rechtlichen Rundfunk auch immer älter aussehen ließ. Unter dem Stichwort Konvergenz in diesem dualen Rundfunksystem seien als häufigste Kritikpunkte aufgezählt, statt höherer Investitionen in einen kritischen, investigativen Journalismus oder der Profilierung etwa im Bereich qualitativer Eigenproduktion,
die Verlagerung des Investments in Sport- und Filmrechte, die Überschwemmung mit leichten Formaten wie etwa der Inflation an Talkshows. Der Integrationsauftrag in Vollprogramm begründet hat sich abgeschwächt, am Medienmarkt verflüchtigt, Wetten, dass figuriert, wie eingangs gesagt, noch als eine Endmoräne früherer Familienprogramme. Mit der Befriedigung neuer subjektiver Bedürfnisse, den Lebensmilieus der Anspruchsgesellschaft, haben sich auch medial die Zusammenhalte gelockert abgebaut. Die traditionellen Leitprogramme, die großen Programme, verzeichnen ein doppeltes Defizit. Und hier lassen sich Fernsehen und Hörfunk von ARD und ZDF getrost über einen Kamm scheren. Sie sind publizistisch entkernt und altern. Sie wagen Qualitätsproduktionen und hintergründige Informationen meist nicht mehr zu einer Sendezeit, an der die meisten Publika versammelt sind. Nachtstunden und Spartenprogramme bilden Reservate. Besonders altern die föderal oder lokal verankerten Programme. Hier darf ich einfach eine medienkritische Beobachtung der Süddeutschen Zeitung als Beleg zitieren. Beobachtet man ein drittes Programm wie das des SWR, des Südwestrundfunks, über Wochen, kommt einem der Gedanke, dass sich auch das Fernsehen vom Zuschauer abwenden kann. Der SWR hat sich zumindest von denen verabschiedet, die noch keine 65 Jahre alt sind und nicht auf der Schwäbischen Alb wohnen. Das ist so eine, finde ich, nicht nur folkloristische, symptomatische Beobachtung. Das Konzept, einen programmlichen Wechsel auf die digitale Zukunft mit neuen, jugendlicher orientierten, höherwertigen Programmen zu ziehen, lässt sich dabei durchaus als Übersprunghandlung bewerten. Und die Beteiligung am Internet mit einer für die Printmedien kritischen Informationspräsenz ist ein zusätzlicher Versuch, an der Medienzukunft zu partizipieren, anders gesagt, neue Plätze mitzubesetzen und neue Publika wieder für die alten Angebote zu interessieren, sie zu binden. Internet, Präsenz und digitale Tryouts auf die Medienzukunft mittels digitaler Programmschnellboote versteht sich als Maßnahmen einer, und das ist wieder ein Zitat oder ein Ausdruck, einer verfassungsrechtlich verbrieften Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese stellen aber keine Zeugnisse über den Kern eines Programmgeschehens aus. Dieses Programmgeschehen ist äußerlich geprägt von der Angst vor einer immer labileren Konsumentenhaltung und im Innern von wenig reformierbaren arbeitsteiligen Institutionen, deren gesicherte Arbeitsverhältnisse sich mit dem Zwang zu moderner Programmierung und Produktion immer weniger vereinbaren lassen. Die Forderung nach einer neuen Agilität des Rundfunks beißt sich mit der langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen. Diese sollte eigentlich die publizistische Unabhängigkeit bestärken. Das ist sozusagen ein Zielkonflikt. So ist das Konstrukt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer mehr zum Paradefall einer geschlossenen Gesellschaft geworden, Gegenstand auch der soziologisch bestimmten Systemtheorie. Diese Argumentation folgt dem Ansatz der Lehre von der Autopoiesie, wonach eine geschlossene Institution sich innerhalb einer elaborierten Organisationsform gewissermaßen auf sich selbst zurückzieht, ihre Entwicklung und Erfolge im Wege der Selbstbeförderung generiert. Niklas Luhmann hat einen prinzipiellen systemtheoretischen Ansatz auch für die elektronischen Massenmedien formuliert, ihre Aufbauorganisation wie folgt charakterisiert. Autopoietische Systeme können ihre Strukturen nicht als Fertigprodukte aus ihrer Umwelt beziehen. Sie müssen sich durch eigene Organisationen aufbauen und das erinnern oder vergessen. Die Folgen für die Massenmedien werden so beschrieben. Und so arbeitet auch das System der Massenmedien in der Annahme, dass die eigenen Kommunikationen in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag fortgesetzt werden. Jede Sendung verspricht eine weitere Sendung. Nie geht es dabei um die Repräsentation der Welt, wie sie im Augenblick ist. Die Medien beziehen sich immer mehr auf die Medien selbst, das heißt auf endogene Quellen und weniger auf das medienexterne Umfeld. Für die Rollenverteilung und Ausrichtung innerhalb der Programmorganisation bedeutet dieser Selbstbezug, es gibt selbstreferenzielle Systeme, wieder ein Zitat, mit der Fähigkeit, Beziehungen gleichsam unter sich selbst herzustellen und diese Beziehung zu differenzieren gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt. Und dabei dient eine mehr und mehr tabuisierte
Kulturhoheit als Schutzzone vor der Forderung nach Veränderung im Sinne einer nutzerbezogenen Agilität. Die Geschlossenheit des Systems mit der Konsequenz der Verflachung des Programmgeschehens und der Unfähigkeit zu strukturellen Programmreformen findet ihre Entsprechung in manchem ihren Grund im gesellschaftlichen Zustand. Es soll ja ein Vermittlungsinstrument sein. Rundfunk ist ein Vermittlungs- und deshalb auch ein Diskursinstrument über den Zustand und die Verfassung der Gesellschaft. Den Verfall dieser Funktion will ich einfach mit zwei Zitaten illustrieren, ohne das näher zu analysieren. Das langweilt ja auch noch mehr. Der Hamburger Rundfunkhistoriker Hans-Ulrich Wagner fasst in einer Besprechung zu Monika Bolls Publikation über das Nachtprogramm Intellektuelle Gründungsdebatten in der früheren Bundesrepublik die wesentlichen Einstellungen und die ersten eigenen Programmanstrengungen der Radiokultur in der Bundesrepublik Deutschland zusammen, bezogen auf das kulturelle Wort. Ich zitiere: Die Bedeutung der kulturellen Wortprogramme nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist sicherlich kaum zu überschätzen. Bis heute wird jener Hunger nach Kultur beschworen, der in Deutschland nach dem Sturz des Hitlerregimes geherrscht haben muss. Ein unbestechlicher und kritischer Augenzeuge, der aus dem Exil zurückkehrende Theodor W. Adorno, zeigte sich 1949, 1950 überrascht von diesem geistigen Klima, das nach der geistigen Dürre des Dritten Reiches herrsche. Überall, so der Remigrant, erlebe man eine Auferstehung der Kultur in Deutschland. Dagegen aus heutiger Zeit, aktuell, als Reaktion auf einen Streit zwischen der Moderatorin Marietta Slomka und dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel im Heute-Journal des ZDF, eine Glosse von Joachim Huber im Tagesspiegel im Dezember des vergangenen Jahres mit der Überschrift Angies Programm. Ich zitiere die ganze Glosse. Ich finde sie wirklich wunderbar, man kann es nicht besser ausdrücken. Stump hat auch im jüngsten Fall den Quotensieg geholt. Die 7,15 Millionen Zuschauer loben den Marktführer im Deutsch-TV. Das zweite wird die Konkurrenz mit erwarteten 12,7% Marktanteil auf die Plätze verweisen. Der Vorsprung wird im Vergleich zu 2012 noch wachsen. Schon da war das ZDF der Zuschauerkönig. Die wesentlichen Indikatoren für das Zentrum der Freude, das müsste man nach Mainz melden, sind konsequenter Zuschauerblick, raffinierte Langeweile. Merkel-Fernsehen. Das zweite richtet seine Anstrengung auf die Tageszone, in der die meisten Deutschen fernsehen, die Primetime nach der Tagesschau. Hier werden konsequent die Formate der TV-Unterhaltung eingesetzt. Ein Tag ohne Krimi ist kein ZDF-Tag und jeder Krimi will so sein, wie es der Tatort im ersten war. Ein klassischer Fall von Mördersuche, keine psychedelischen Verirrungen, keine privatistischen Verwirrungen bei den Kommissaren. Experimente, gar experimentelles Fernsehen, da sagt der Mainzelmann aber Hallo und gute Nacht zugleich. Die Useligkeit zeigt sich im politischen Anspruch. Die Anstrengungen, das Magazin Frontal 21 Dienstag für Dienstag durch ein anderes Programm ersetzen zu können, sind erfolgreich. Das Politmagazin des ZDF liegt beim Zuspruch hinter den 6 ARD-Magazinen. Das schmerzt das ZDF aber mit der Konsequenz, dass die Unterhaltungsalternativen umso unterhaltender ausfallen. Alles nur langweilig, das ZDF agiert raffiniert. Die Konzentration gilt mehr denn je dem Publikum jenseits der 50, das mit dem neumodischen Streaming- und Second-Screen-Fernsehen mit nichts anfangen will. Fernsehen ist, ich sagte schon, wenn Wetten, dass um 20.15 Uhr startet. Apropos, wie stark ist ein Programm, wenn in einem Showmaster so wenig schadet. Ich bin immer noch bei Joachim Huber. Das ZDF will eine Mehrheit der Zuschauer für sich gewinnen, wie Angela Merkel eine Mehrheit der Wähler. Visionen stören und verstören. Der Populismus der Mitte regiert. SPD-Chef Sigmar Gabriel sollte sich weniger mit Heute-Journal-Moderatorin Marietta Slomka anlegen und mehr ZDF gucken, dann wird's was mit der Kanzlerschaft. Der Verlust an der gesellschaftlichen Diskursbereitschaft, die Fähigkeit als innovatives Element des Programms, raubt dem Rundfunk auch die Basis inhaltlicher Agilität. Nimmt man das Manifest einer Agilität als Aufforderung,
beweglich, innovativ auf die veränderten Bedürfnisse des Kunden einzugehen, ursprüngliche Leistungsmerkmale und Zueignungen deshalb auch relativ zu sehen, notfalls über Bord zu werfen, so zeichnen sich für den Rundfunk nicht nur Prozesse des Alterns, sondern nach dem Gesagten starke Indizien für eine institutionelle Krise inmitten einer digitalen Gesellschaft ab. Die beiden Hauptakteure, der Programmierer, Journalist und der Kunde, Hörer, Seher, haben längst ihre angestammten Plätze geräumt. Der Journalist, dem früher bereits von Max Weber zu Beginn des letzten Jahrhunderts eine politische Rolle im gesellschaftlichen Prozess zuerkannt wurde, hat lange die Leitprogramme der elektronischen Medien beherrscht. Heute befürchtet er die Entprofessionalisierung seines Berufs, muss sich in der endlosen Kette der Blogger behaupten, fürchten muss er auch um den Bestand seines ausgeprägten journalistischen Selbstverständnisses. In den hektischen Zyklus der Informationsvermittlung schleicht sich eine ganze Latte an Fehlentwicklungen journalistischer Standards. Schnelligkeit vor Sicherheit, die Gefahr der Desinformation, Sensations- und Betroffenheitsjournalismus, die Einflüsse der PR, die Liste ließe sich verlängern. Wobei ein Zielkonflikt nicht außer Acht gelassen werden darf, die äußerliche Agilität, der schnelle Durchsatz von Informationen in der digitalen Information in den Medien heute, bringen den Journalisten immer mehr dazu, Informationen zu inszenieren, statt zu recherchieren. Sein Rollenwechsel liegt in der digitalen Zukunft vielleicht in einer ganz anderen Verwendung, im Wechsel vom Produzenten zum Gatekeeper der Informationsflut. Spricht man aber etwa über Chancen, den Qualitätsjournalismus als Profession ins digitale Zeitalter zu transferieren, Qualitätsjournalismus als Kern auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so muss man wenigstens Pläne beispielhaft erwähnen, wie die etwa des eBay-Gründers Pierre Omidyar, neue Massenmedien, Journalismus im Stil von Silicon Valley zu begründen, mit viel Geld, also die alten Institutionen ganz außen vor zu lassen, ein Start-up zu begründen, damit auch im Sinne des Manifests das Verhältnis zwischen Journalist und Nutzer neu zu begründen, dass das zunächst mit dem Ziel Enthüllungsjournalismus ins Auge gefasst wird, ist eine andere Frage. Der Konsument, die andere Seite zu betrachten, ist längst kein Stammhörer oder Zuschauer mehr. Er wartet auch nicht mehr auf seine eine Sendung. Podcast oder Video on Demand sind erste Zugeständnisse an die Verfügbarkeit der Informationen. Aus dem sendebewussten Publizisten wird dann ein Produzent von Stücken am elektronischen Markt. Klaus Goldhammer hat über den Kunden, den Medienkonsumenten in dieser Ringvorlesung vor einigen Wochen das Nötige gesagt. Es fällt zunehmend schwer, so hat er gefolgert, Nutzer zu kategorisieren. Es gibt keinen Zwang mehr, keine Konformität, immer mehr Möglichkeiten der Partizipation. Nutzer haben einfach mehr Macht bekommen. Natürlich kann ein Manifest, auch aus der Darlegung wird das deutlich, hoffe ich, zur agilen Softwareentwicklung nicht unmittelbar auf traditionelle elektronische Medien umgeschrieben werden. Der Versuch eines unmittelbaren Vergleiches würde in eine Art Begegnung der dritten Art münden, denn die Eckpunkte, die Optimierung der Beziehung zwischen Macher und Konsument mittels einer neuen medialen Beweglichkeit, Flexibilisierung durch eine Relativierung von Pflichtenheften, von alten öffentlichen Zuweisungen geben hier allerdings für den Zustand auch eines traditionellen Massenmediums alarmierende systematische Hinweise. Sie machen nämlich das Dilemma der alten Medien besonders deutlich und können in zwei Fragen münden. Erstens, sind sich und inwieweit sind sich die Beteiligten am öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Notwendigkeit von Veränderungen bewusst? Und zweitens, gibt es Ideen, Konzepte, Ansätze, die das traditionelle Medium langfristig in die digitale Kommunikationsgesellschaft überführen und mit einer neuen bzw. reformierten, beweglichen, innovativen Programmierung aufwarten. Defensive ist Mist. Das ist nicht nur ein Zitat aus einem Berliner Initiativkreis öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der das postuliert. Defensive ist Mist, also gehen wir in die Offensive, sondern der hat auch eingeräumt, dass angesichts der Debatte
um die neue Rundfunkgebühr die Kritik am Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr überwiegend interessendominiert geführt wird, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Freilich wartet auch dieses genannte Diskussionspapier des Berliner Initiativkreises mit Verbesserungsvorschlägen auf, die nur Symptome der Krise behandeln. Zu viel Werbung, überzogene Quotenabhängigkeit, Konvergenz im dualen Rundfunksystem, zu viel Krimi, Talk und Kochen und so fort. Gefordert wird raus aus dem Elfenbeinturm. Freilich, und das ist das Dilemma, finanziert die Politik eben diesen Elfenbeinturm auskömmlich, wie die aktuellen Diskussionen um das Gebührenaufkommen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zeigen. Konstrukte wie der schon begrifflich monströse 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, ich bringe es kaum über mich, das zu buchstabieren, in dem es um die Beteiligung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet geht, weisen aus, wie rückwärtsgewandt Medienpolitik sein kann, denn die Erkenntnis gewinnt an Boden, dass in der digitalen Kommunikationsgesellschaft nicht das Zentrum nicht mehr in einer Rundfunk-, sondern in einer Netzpolitik liegen müsste. Immerhin hat aktuell, Sie verfolgen das sicher auch, die Anerkennung des Vorrangs einer Netzpolitik wenigstens zu der Konsequenz geführt, dass ausgewiesene Netzpolitiker auch innerhalb der hierarchischen und traditionellen Strukturen ihrer eigenen Parteien an Einfluss gewinnen. Bis zum Sommer will die Bundesregierung, die Große Koalition, sogar eine digitale Agenda vorlegen. Es scheint allerdings nur noch eine Frage der Zeit des Wechsels zu einer neuen Mediengeneration, in der die Legitimation einer Rundfunkabgabe und damit der Rolle und Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks grundlegend neu diskutiert und neu bestimmt werden müssen. Die Frage ist, wo Sinn und Aufwand des meritorischen Guts, so nennt man das ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk liegen, wo eben der pure Medienmarkt nicht hergibt, was die Gesellschaft an Rundfunk braucht. Vielleicht moderne Kulturprogramme, Beteiligung an der Wissensgesellschaft, Orientierungshilfe, ja der Versuch, einen gesellschaftlichen Diskurs, von dem ich berichtet habe, der in unserem neuen Biedermeier erlahmt ist, wieder zu beleben. Es gibt auch mediale neue Integrationsaufgaben, etwa den Rundfunk als Forum multikultureller Entwicklung neu zu bewerten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auf Dauer, will er nicht als beliebiger Ausspielweg im digitalen Zeitalter ein peripheres Dasein fristen, gar Artenschutz genießen oder als eine Art Brückentechnologie befristet fungieren, neu aufstellen, um eine neue Agilität zu gewinnen. Der Weg von der analogen Vermittelten zur digitalen interaktiven Mediengesellschaft ist geprägt von einem Paradigmenwechsel der gesellschaftlichen Kommunikation, die ihm in solchen Forderungen wie dem Manifest zur agilen Softwareentwicklung münden. Am Anfang öffentlich-rechtlicher Medien stand im Fokus ein politischer Integrations- und Vermittlungsauftrag. Am vorläufigen Ende steht auch eine gesellschaftlich orientierte Theorie des kommunikativen Handelns, wie etwa der von Jürgen Habermas, in der separat Politik und Markt Macht ausüben, aber die Digitalisierung zugleich einen neuen, selbstorganisierten, selbstständigen individuellen Sektor, etwa auch über Social Media eröffnet. Auch die Koordinaten der gesellschaftlichen Kommunikation verschieben sich, damit zwangsläufig Position, Rolle, Gestalt und Aufgaben des Rundfunks. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.